Hallo und herzlich willkommen zur Aufgabe Definition der Winkelfunktion. Bei dieser Aufgabe wollen wir nun fünf Aussagen überprüfen, die bezüglich des Dreiecks, des rechtwinkligen Dreiecks PQR getätigt wurden. Gehen wir mal zur Aussage 1, der Sinus des Winkels Alpha. Allgemein ist der Sinus definiert als Gegenkathete zur Hypotenuse, das heißt, Sinus des Winkels Alpha wäre P zu R. Jetzt schauen wir uns gleich die erste Aussage an. Tatsächlich, die ist gleich richtig. Die zweite Aussage kann schon einmal nicht stimmen, denn das Sinus des Winkels Alpha, haben wir soeben gezeigt, ist ja P zu R. Wir gehen gleich zur dritten Aussage. Das heißt, der Tangens des Winkels Beta. Der Tangens ist definiert als Gegenkathete zu Ankathete. Das heißt, Gegenkathete zum Winkel Alpha ist Q, Q zu P wäre die richtige Lösung. Wenn wir jetzt allerdings die dritte Aussage uns anschauen, dort ist sie leider falsch. Wir gehen zur vierten Aussage. Der Tangens des Winkels Alpha, das heißt der Tangens des Winkels Alpha ist die Gegenkathete zu Ankathete, also P zu Q. Wir sehen allerdings, in der vierten Aussage ist das leider auch falsch dargestellt. Das heißt, es muss die fünfte Aussage richtig sein. Ich kreuze schon einmal an. Wir überprüfen es aber zusätzlich. Gesucht ist der Cosinus des Winkels Beta. Beta, der Cosinus, ist definiert als Ankathete zur Hypotenuse. Das heißt P zu R und tatsächlich steht es hier. Und wir haben die Aufgabe gelöst.